Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch ein Silvester-Tutorial, ein Silvester-Make-up-Look. Das Ganze ist in Kooperation mit Maybelline entstanden. Ich durfte mir ein paar Produkte aussuchen und habe für euch diesen Look kreiert. Ich hoffe, euch gefällt das Video und jetzt würde ich einfach sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Tschüss. Für diesen Look habe ich mir auch eine festliche Frisur gestylt, einfach mit einem Donut, ein Dutt und drumherum geflochten. Jetzt starte ich mit meinem Fit Me Concealer und gehe mit denen meine Augenschatten und meine unreinen Stellen an. Das Ganze versblende ich dann mit meinem Pinsel. Jetzt fahre ich mit meinem Master Shape Augenbrauenstift meine Augenbrauen nach. Hierzu verwende ich einen kleinen Trick und zwar gehe ich mit meinem Augenbrauenstift von meinem Nasenflügel zu meinem Augenende, genau. Und da müsste ich genau wissen, wo meine Augenbraue enden soll. Das gleiche mache ich mit dem Anfang meiner Augenbraue. Somit weiß ich ungefähr, wo meine Augenbraue anfangen und enden soll. Jetzt bürste ich das Ganze nur noch aus und fertig sind meine Augenbrauen. Damit die Augenbrauen noch etwas perfekter aussehen, zeichne ich sie nochmal von außen nach mit meinem Fit Me Concealer und verblende das Ganze dann mit einem Schminkpinsel. Warum ich das mache? Einfach aus dem Grund, damit man die kleinen Härchen, die gerade am Nachwachsen sind, nicht mehr zu sehen bekommt. Jetzt starte ich auch schon mit meinem Augen-Make-up. Ich fange an mit dem Eye Studio Color Tattoo und gebe das mit dem Finger auf meinem Lid auf. Als nächstes nehme ich meine The Nudes Palette zur Hand und wähle diese Farbe, die ich euch markiert habe und gebe die in meine Lidfalte. Das Ganze verblende ich immer schön. Als nächstes nehme ich mein dunkleres Braun und gebe das mit einem dünneren Pinsel wirklich nur in meine Lidfalte. Ich mache natürlich auf beiden Seiten dasselbe. Jetzt nehme ich wieder einen Blendepinsel zur Hand und verblende das Ganze ineinander. Wirklich ruhig Zeit lassen mit dem Blenden. Jetzt nehme ich eine Visitenkarte zur Hand und gebe meine dunkelste Farbe nur in meinen äußersten Lidwinkel, wenn man das so nennen kann. Jetzt nehme ich den dritten Lidschatten von unten und gebe ihn auf meinen Wimpernkranz, einfach damit er etwas voller aussieht. Ich habe übrigens vergessen, meinen Lidschatten danach zu verblenden. Das mache ich jetzt. Ich verblende ihn wieder mit den anderen Farben. Und ja, jetzt kommen wir zu meinem Liquid Eyeliner. Den gebe ich ganz nah an meinem oberen Wimpernkranz auf und ziehe einfach so eine ganz dünne Linie auf beiden Seiten, wie ihr hier sehen könnt. Was bei jedem Make-up nicht fehlen darf, natürlich die Mascara. Hier habe ich die Lash Sensational von Maybelline verwendet und ich finde, die macht so einen super schönen Wimpernaufschlag und ich kann sie euch nur weiterempfehlen. Anstatt eines normalen Make-ups verwende ich das Superstay Better Skin Puder Make-up. Puder Make-up aus dem Grund, das soll so mattierend sein wie ein Puder, aber deckend wie ein Make-up und ich bin total davon überzeugt. Ich finde, das macht einen super schönen Tor. Und da es so praktisch verpackt ist, kann man das in jede Tasche mitnehmen und man hat ein Schwämmchen und einen Spiegel dabei. Also ich finde es echt toll und kann es euch wirklich weiterempfehlen. Als nächstes verwende ich das Master Sculpt Contouring Powder und hier konturiere ich einfach meine Wangenknochen, natürlich auf beiden Seiten und dann noch meine Stirn, weil ich eine etwas höhere Stirn habe, deswegen konturiere ich diese auch noch. Als guter Letzt gebe ich noch meinen Highlighter auf, der da dabei ist und das mache ich einfach auf meinen Wangenknochen, also über meine höchste Stelle und auf meinem Nasenrücken und das Ganze verblende ich dann mit einem Pinsel. So, hier seht ihr dann nochmal das Ergebnis von meinem Augen-Make-up. Ich finde, es sieht total glamourös und festtagtauglich aus. Nun trage ich noch einen Lippenstift auf in der Farbe Color Sensational 970. Leider sieht es auf dem Bild knallrot aus. Das ist allerdings ein dunkleres Rot und vollendet mein Make-up perfekt. Hier seht ihr das Ganze nochmal.
Ich finde, es sieht super schön aus. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. So, meine Lieben, das war es auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Silvester. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.